wundert mich immer wieder so krass, wie heftig das eigentlich ist. Hi liebe Leute, ich bin's mal wieder, Marc von Ride First. Ja, und heute wieder ein sehr wichtiges Video und das Thema ist, es betrifft euch sehr, die Frage, warum ist das Level an Fahrtechnik, was die meisten von euch haben, gefährlich oder wie kann es gefährlich werden? Und wie gut sollte man denn dann eigentlich sein von der Fahrtechnik her, dass man ja noch sicherer und besser unterwegs ist? Eine wichtige Sache, nach der Besprechung, also nachdem ich so ein bisschen meine Meinung und meine Erfahrung hier geschildert habe, kommt noch eine Auflistung an Skills, die man braucht, um wirklich gut zu werden. Und das kommt von der Fahrtechnik-Trainer-Ausbildung, weil da wird es natürlich genau abgeprüft. Aber daran kann man sich ganz gut orientieren. Also ich fahre seit 25 Jahren Mountainbike aktiv und seit 15 Jahren gebe ich Fahrtechnik-Kurse. Also ich habe sehr viel beobachtet, sehr viel gesehen. Und ja, dann ist immer dieser Aspekt, dass man Leute immer wieder trifft, immer wieder sieht. Und das sind oft Leute, die sagen, ey, ich gucke gern Fahrtechnik-Videos oder ich folge dem und ich bin immer inspiriert und danke für deine Tipps. Oder halt in Fahrtechnik-Kursen. Und man trifft die Leute nach Jahren wieder und wieder und man merkt, die werden kaum besser. Und dann schicken sie einmal Fotos und erzählen, wo sie jetzt im Bikeurlaub waren, in Saalbach und sind und die Line da gefahren. Und man ist immer erstaunt, okay, ich weiß ja, wie diese Person fährt und die ist das alles gefahren. Und wie das sein kann und wann der Punkt kommt, wann das nicht mehr gut geht, das möchte ich mit euch besprechen. Und ich fände es mega gut, wenn ihr eure Meinung in den Kommentaren reinschreibt, dass wir einen Austausch haben, vielleicht auch ein bisschen diskutieren, dass ihr, ja, vielleicht habt ihr auch eine andere Meinung. Das wäre doch mal super spannend. Also, folgende Sache. Viele von euch haben ja nicht in der Kindheit angefangen mit dem aktiven Mountainbikesport im Gelände. Und ja, dann seht ihr Videos von so richtig guten Topfahrern wie zum Beispiel Jasper Jauch, der ja viel auf YouTube macht, der aber auch World Cups viel gefahren ist und auch als Jugendlicher schon ja, sehr gut unterwegs war und immer besser wurde. Und dann ist so die Frage, wie seht ihr da die Erreichbarkeit? Denkt ihr, naja, okay, das ist Jasper Jauch, guck mal, wie aktiv der fährt, wie der pusht, wie der abzieht, was der alles kann. Und das werde ich selber nie können, das Level will ich gar nicht. Aber dann guckt ihr vielleicht von mir oder von vielleicht von Daniel von Rock My Trail oder Jordan Hugo oder Roxy Bike. Es gibt ja Leute, die viele Fahrtechnik-Videos hochladen. Guckt ihr ein Video, so geht der Bunnyhop und darum solltet ihr den können. Und dann ist die Frage, kommt ihr überhaupt dahin, den dann überhaupt zu üben, zu lernen und dann zu können? Warum man ihn können sollte, verlinke ich unten Videos. Der Trailhop, kein richtig hoher Bunnyhop, aber ein funktioneller Bunnyhop. Und jetzt natürlich die Frage, die Skills, die ihr jetzt schon habt, reichen die, um richtig gut, optimal unterwegs zu sein? Muss man denn so krass unterwegs sein wie halt Jasper Jauch oder so? Ja, dann seid ihr bei einem Fahrtechnikkurs, der Fahrtechniktrainer fährt auch richtig gut. Sollte man vielleicht dieses Level anstreben? Und ja, dann gucken wir mal genau, was das bedeutet. Ich habe jetzt ein Video gesehen, da ging es auch um die Frage, warum fahren denn viele von euch oder von den Zuschauern und Zuschauerinnen oder auch den Leuten, die man in den Fahrtechnikkursen oder im Bikepark halt sieht, auf den Trails, warum fahren die eher so ein bisschen steif, statisch,
und nicht so aktiv wie jetzt ein richtig guter Fahrer. Woran liegt das? Und dann war ein Erklärungsversuch, ja, das liegt an den Mountainbikes, die heute so mega potent geworden sind. Also dicke Fullies, Enduro-Bikes, EMTBs mit viel Federweg, 160 aufwärts. Und dann muss man nicht mehr viel machen, irgendwie so unbewusst denkt man sich das, also eher unbewusst, und dann fährt man eher steif. Und vor 15, 20 Jahren wären die Bikes ja noch anders gewesen, also eher so Hardtails und mit wenig Federweg, das wäre anders gewesen. Das kann ich nicht so bestätigen. Ich fahre ja, wie gesagt, seit 98 Mountainbike, und dieses Argument gab es damals auch schon, weil damals war ja auch die Frage, Hardtail oder Fully viel relevanter, und dann wurde auch mal gesagt, ja, Hardtail ist besser, weil, vor allen Dingen, wenn man anfängt, weil mit dem Fully kann man nicht eine gute Fahrtechnik lernen, weil das federt alles weg und man muss nichts mehr machen. Aber wie war es wirklich? Ich war zum Beispiel auf vielen Mountainbike-Marathons oder Cross-Country-Rennen, und generell, sonst sieht man ja auch Leute, wenn man unterwegs ist, auch damals, die meisten mit dem Hardtail, und die meisten davon fuhren auch steif und statisch, obwohl sie kein dickes Fully hatten, was jetzt daran schuld ist. Also es liegt nicht am Bike. Und dann ist die Frage, woran liegt das? Und es ist natürlich so, Mountainbiken ist ein Radsport auf dem Fahrrad. Ja, aber auf einem spezifischen Sportgerät fürs Gelände. Aber wie habt ihr denn Fahrradfahren gelernt? In der Regel als Kind auf einem Fahrrad, was eher für Straße, normale Wege und dann Alltag, Schulweg und so weiter gebaut ist. Wenn man nicht in der Kindheit, Jugend aktiv zum Mountainbike-Sport gekommen ist, dann wird die nächsten Jahre, Jahrzehnte das normale Fahrrad im Alltag oder auch in der Freizeit, vielleicht mal um den See oder auf dem Radweg, wird das Vehikel sein, womit euer Gehirn das Fahrradfahren verbindet und womit ihr da die Verknüpfung habt. Jetzt kommt ihr als Erwachsene zum EMTB oder Mountainbike, und natürlich setzt man sich darauf, und das Gehirn hat sofort diese Verknüpfung vom normalen Radfahren. Und natürlich zum gewissen Grad adaptiert man dann, man gewöhnt sich an die besseren Bremsen, an das Fahrwerk oder auch an die anderen Wege. Und dann ist es so, dass ganz, ganz viele, und das beobachtet man, die werden ein bisschen besser, können so ein bisschen ihre bisherigen Prägungen und Gewohnheiten vom Fahrradfahren noch ein bisschen adaptieren ans Mountainbiken. Und dann ist es wirklich erstaunlich, und das möchte ich euch sagen, das verwundert mich immer wieder so krass, wie heftig das eigentlich ist, dass man sich mit diesen Gewohnheiten und so weiter, die man sich dann vielleicht noch optimiert hat, so sehr arrangieren kann, dass man damit echt viel fahren kann, dass man schnell Flow-Trails fahren kann oder auch normale, leichte Trails im normalen Wald und so weiter, dass man auch erstaunliche Lines fahren kann. Also das hat mich immer wieder erstaunt, wenn ich Leute, die ich von Kursen oder Camps oder auch so halt kannte, und wenn die mir erzählt haben, ich bin in Ligurien da und da gefahren und ich weiß halt, wie die auf dem Rad hängen, dann denke ich mir, wow, krass. Und ich kenne Leute, die sind schneller als ich gefahren, obwohl sie eine nicht so optimale Technik hatten, aber also vom Mindset, aber waren so, das konnten sie mit Geschwindigkeit, ja, die gingen gerne so ein bisschen ins Limit und konnten viel an, ja, Makel in der Fahrtechnik, konnten die ausgleichen mit Geschwindigkeit. So, und jetzt ist der Punkt. Wenn man sieht, wie erstaunlich viel man damit machen kann, und dann, wie gesagt, auch noch mit einem sehr potenten Bike, also ein bisschen später schon mit rein, dass es auch mal einen Fehler mehr verzeiht und so, es ist ein limitierender Faktor. Und wann kommt der Punkt, wo das gefährlich wird? Und wo diese Eingrenzung, die man hat, weil man nicht ein vielfältiges Skillset hat an Fahrtechniken, was man in verschiedenen Gelände, Schwierigkeiten oder Situationen anwenden kann, wann kann das eher zu Stürzen führen? Und irgendwann passiert das, auch gerade in Verbindung mit vielleicht Müdigkeit oder falschen Augenblicksentscheidungen. Und die meisten Stürze ist man selber schuld. Genau, ich habe schon ein Video dazu gemacht, warum ist Mountainbiken dann doch echt sehr gefährlich. Das verlinke ich euch auch mal hier unten. Ja, und jetzt möchte ich nur ein Beispiel sagen, was man heutzutage häufig sieht durch dieses ganze Ding mit Influencern und so weiter. Oft ist es so, dass ein Mountainbike-Influencer, kann ein Mann oder eine Frau sein, entweder den Partner, die Partnerin oder vielleicht irgendein Freund oder eine Freundin, die halt Anfänger sind,
mit vor die Kamera nimmt und sagt, komm, wir bringen euch mal ein bisschen was bei und dann wir heute die erste Trailfahrt zusammen und dann kann man diese Progression über Monate, Jahre mit verfolgen. Und das ist erstaunlich zu sehen, auch wieder da, dass Leute, wo es dann nur um das Ob geht, also schaffe ich diesen Sprung, schaffe ich das und das zu fahren und nicht um das Wie, dass die auch ja, erstaunlich heftige Sachen fahren. Und das sehe ich auch immer wieder gerade bei diesem Thema Springen. Viele haben sich dann engagiert mit so einer sehr passiven Sprungtechnik, die an sich okay ist, die ist ja nicht falsch, aber die lernen nicht, noch aktiver zu springen noch und dadurch mehr Vielfalt zu haben, also mehr reagieren zu können bei verschiedenen Sprüngen. Und dann mit Geschwindigkeit und einer passiven Technik wird immer alles gesprungen, immer weiter. Und dann irgendwann kommt dann ein One-Hander oder ein bisschen Lenker einschlagen oder ein kleiner Mini-Whip oder so kommt dazu. Aber es wird nicht gelernt, mehr vielseitig zu springen, zum Beispiel indem man aktiver abspringt. Und wie weit man doch damit kommt mit dieser eingeschränkten Fahrtechnik, bis der Punkt kommt, wo man vielleicht mal einen Sprung hat, wo es gut gewesen wäre, doch vielseitige Sprungtechniken zu haben. Und da kommt dann auch wieder die Sturzgefahr rein. Ich habe auch viele gesehen, die fahren einen Bikepark, springen das, machen das, fahren vielleicht im Bikepark auch schon eine relativ schwierige Strecke, meine ich, wo dann doch mal ein Steinfeld kommt oder so, aber auch alles eher noch mit Speed und so läuft. Deswegen, diese Leute, das habe ich schon mehrfach erlebt, dann nimm die mal auf einen technischen Spitzkehrentrail mit viel Gerümpel, Rumpelibumpel, ein bisschen wie am Gardasee oder in Alpen, das gibt es aber auch im Mittelgebirge, und mit engen Kurven in beide Richtungen. Es muss nicht Versetzkern sein, aber wenn es Kern sind, wo du halt Vorderrad oder Hinterrad versetzen musst, das hat natürlich dann noch mehr Würze. Und dann gibt es viele Leute, die da total scheitern. Und da wäre es gut, wenn sie das mal üben würden, weil wenn sie die Skillset haben, sie müssen ja nicht andauernd diese ganz schwierigen Serpentinentrails fahren. Aber wenn man dieses Skillset hat, dann wird man ein kompletterer Fahrer, das Gleichgewicht wird besser, vieles an der Fahrtechnik optimiert sich noch und deswegen kann ich das ganz, ganz doll empfehlen, diese Art von Trails auch zu fahren, zu üben, um noch besser zu werden. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Diskussion hier in den Kommentaren abgeht. Seid ihr zufrieden, so wie ihr fahrt? Habt ihr euch arrangiert mit eurer Technik? Oder wollt ihr eigentlich noch mehr können? Oder seid ihr gerade dabei, noch mehr zu lernen? Zum Beispiel Hinterrad versetzen oder einen kleinen Manual, den man auch mal brauchen kann, keinen langen, aber um irgendwie gut über durch Mulden oder so zu kommen. Genau, ich bin mal ganz gespannt, wie ihr das seht und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.